Schaut sich doch mal den Mund an von dem Kind. Mach den Mund zu! Ah! Sebi! Schau dir das Kind an. Was ist mit dir? Schrei doch nicht die ganze Zeit. Sollen wir das Kind Sebi nennen? Du Scheißkind! Ah! Was geht, meine Buddy People, und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz YouTube. Ich habe heute wieder sowas Geiles für euch vorbereitet. In dem Game geht es eigentlich um Folgendes. Ein geisteskrankes Kind, auf das wir aufpassen müssen. Und das müssen wir jede Nacht ins Bett bringen und eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Hört sich im ersten Moment simpel an. Kleiner Spoiler. In diesem Sinne gehen wir rein. Ich hoffe, ich bin ein guter Vater. Let's go! Rein in den Bruch. So, gehen wir mal rein da in das Games. Keine Ahnung, um was es da geht. Zum Starten hier drücken. I don't know. Ist da jetzt... Was ist denn das? Gibt's da Jumpscares oder so? Digga, was ist denn mit dem Baby? Das schaut mich ja jetzt schon so komisch an. Wie weit kann das den Kopf drehen? Ja, so weit kannst du nicht, gell? So weit kannst du nicht. Du kleiner Fratz, du! You little baby! Was ist das? Weihnachtsdeko. Kann ich das aufs Kind werfen? Oh. Ich kann es nicht aufs Kind werfen. Wir brauchen erstmal einen Namen. Sebi? Sollen wir das Kind Sebi nennen? Er schaut nämlich aus wie ein Sebi. Sebi, du bleibst da jetzt sitzen. Wenn du dich bewegst, bin ich sauer, okay? So, jetzt gibt's erst einmal ein Fläschchen für dich, okay? So. Komm. Habt ihr das gerade gesehen? Baby? Was ist mit deinen Augen? Das war rot. Wah, du stinkst! Hört ihr das? Wo wickel ich denn das jetzt? Baby wickeln. Baby zum Wickeltisch. Das ist doch der Wickeltisch, oder? Nee, das ist kein Wickeltisch. Das ist ein Wickeltisch. Mann! Es liegt am Boden. Wie hebe ich denn den Fratzsitzer wieder auf? Bleib da liegen, Sebi! Sebi? Sebi! Ich sag dir ernst, wenn du Arme noch weglaufst, schmeiß ich die durch den Raum! So, ja? Ja, brauchst gar nicht so blöd lachen. Weg! Es tut mir voll leid, das wollte ich echt nicht. Kann ich dich nicht in den Ofen packen? So, wenn du frech bist... Ah, ihr habt's eingeklemmt! Ihr habt's eingeklemmt! Oh mein Gott, ihr habt's Kind fast gekocht! Okay, wir bringen das Baby ins Bett. Ja, rein da. Warum sitzt denn das da jetzt so dumm? So, du kleiner Fratz. Die Prinz und die Katze. Ach, scheiße, warte, ich hab's fallen lassen. Sebi, warte kurz. Ich muss mich hinsetzen und lies dir was vor, okay? Nee, es ist weg. Ach, Digga, jetzt ist das Kind weg. Schau, die bunten Blumen. Sie gingen an dem märchenhaften Springbrunnen vorbei. Schau, das tanzende Wasser. Schau doch am Hin. Mann, Digga, wahrscheinlich ist das nicht creepy, das Buch. Wer hat ihm das gekauft? Das Kind ist weg. Hundertprozentig. Es schlaft? Warum hat sich das verletzt? Was hat es am Knie? Schmeiß ihn durch den Raum. Weg! Ich will doch nicht raus. Sebi, bleibst du da liegen? Wenn du da liegen bleibst, dann gehe ich jetzt raus. Ich habe Angst. Was passiert da jetzt? Das Scheißkind. Sei ruhig! Wo ist es? Wo ist das Kind? War es unten oder was? Aber war es schon da unten, wo ich raufgegangen bin? Nee, oder? Ich bin nicht da so beim Kind vorbeigegangen, oder? Das Kind... Was passiert, wenn ich das Kind da einfach wegschmeiß? Was ist denn? Was macht denn das so einen dummen Mund? Schaut sich einmal den Mund an von dem Kind. Mach den Mund zu! Ja, es reicht doch. Sei ruhig! Du gehst jetzt wieder ins Bett. Weiß nicht, sonst spüle ich dich irgendwo runter. Was ist das denn? Schlüssel... Aha! Kannst du mal da ganz kurz sitzen bleiben? Sei ruhig! Soll ich deinen Schlüssel im Mund stecken oder warum machst du jetzt den Mund auf? Bleibst du da sitzen? Gott. Willst du da raufgehen? Schauen wir mal da hoch. Scheiße. Was ist denn da los? Was hast du da am Dachboden gemacht? Pass mich gar nicht so anschauen. Es reicht mir. Ja. Sebi, du legst dich da jetzt ins Bett. Da. Was bist du für ein Fratz?
jetzt so wirklich? Achso, du willst die Katze, gell? Ja, du willst die scheiß Katze. Es geht um schwarze Katzen. Schlaf doch! Puh! Warten ab, bis ich die beim Klo runterspüle. Und dann lachst du nimmer! Dann lach ich! Ah, dann gehen wir halt wieder. Du bleibst da liegen, okay? Das hat die Türe aufgemacht. Das scheiß Kind hat die Türe geöffnet. Das war jetzt die erste Nacht. Ja, wo ist das Baby? Da ist ja kein... Mann, es ist noch immer da. Aber ich koche dich jetzt. Rein in den Ofen mit dir. Tschüss! Du bist gekocht. Ja, was denn geil? Das gefällt dir? Bist du geisteskrank? Woo! Sebi, es war mir eine Ehre. Boah, Gottes Willen! Ich bin der beste Vater der Welt. Ja, dann füttern wir jetzt mal das Kind, oder? Hundertprozentig, das Kind macht jetzt irgendwelche Faxen, wenn ich da jetzt die Scheißflasche hole. Wehe, du machst einen Fehler. Ich... Mann, das kacke Kind hat die Flasche weggenommen. Sebi! Mann, jetzt wird mir irgendwo was in die mitten in die Fressen springen. Sebi! Hörst du auf damit? Du stinkst schon wieder. Schon wieder derbe in die Hosen gekackt. Du bleibst da liegen. Was ist das denn jetzt? Hallo? Hallo? Sag einmal, was hast du mit der Windel gemacht? Ich muss dich ganz schnell waschen. Es hilft nichts. Gefällt dir das? Schau dir das Kind an. Okay. Was ist denn mit dir? Was ist denn das? Im Notfall Glas brechen. Okay, das ist der Dämon-Schnuller. Drei mit dir da. So, Türe zu. Lies dir was vor. So, ich lese das. Als das Kaninchen zu Besuch kam, sagte der Prinz, Zeit zum Spielen. Aber seine großen roten Augen machten ihr Angst. Der Prinz rannte direkt hinter ihr her und schrie, Haltet sie auf! Nee, ich lese das. Ich lese das. Durch dunkle Gänge jagte er sie. Hüpf, hüpf, hüpf. Ach, ich hab doch jetzt schon keinen Bock mehr. Nee. Was ist das denn? Das habe ich nicht mal bestellt. Wo ist der Toaster? Sei doch ruhig. Sei leise. Wo ist das Kackkind? Was ist mit dir? Schrei doch nicht die ganze Zeit. Toasti füllen. Mann, da passiert jetzt sicher irgendwas. Ah, ich habe Bock auf 2 Scheibenkäse. Nee, 3. Oh, so muss das. Da passiert sicher jetzt irgendwas. Schau nicht so grauenhaft! Was ist denn da? Warum ist es da? Du bleibst jetzt liegen, okay? Ah! Ah! Du Scheißkind! Du Scheißkind! Ah! 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 Komm sofort her! Komm zu mir! Wo ist es? Was muss ich da jetzt machen? Du Kackkind! Du elendiges Kind! Dutsch! Was muss ich machen jetzt? Du Scheißkind! Ah! Verpiss dich von mir! Ah! Du Scheißkind! Was ist mit dir? Was ist dein Problem? Wirklich! Bleib sofort da! Komm her da jetzt! Du Dreckskind! Bleib da jetzt drin liegen! Was ist dein Problem wirklich? Gott. It was cold through.
Ich muss mal ganz kurz ein- und ausatmen. Also rief er nach seiner Mutter. Bitte geh und suche mein Schaf. Eindeutig sind wir in der Geschichte das misshandelte Schaf. Ich hab's rausgefunden. Ich bin das misshandelte Schaf. Jetzt ist vorbei. Jetzt sterben wir. Wir sind tot. Bin ich jetzt tot? Nee. Hast du das Flüstern? Nee, ich mag das nicht mehr. Ich mag das nicht mehr. Ich mag das nimmer. Tschüss. Das hat gar nichts mehr mit Babysitten zu tun. Oben links im Eck steht Wohnung betreten. Geh nicht hoch. In so dicker Schrift steht das. Schön. Toll. Du musst nach oben. Warum flüstert mir der Mensch ins Ohr? Warte mal, ich kann da was häufiges spawnen, kann sich auf die Performance auswirken. Was ist denn das jetzt? Mann, hör doch mal auf zu flüstern. Bin bewaffnet, okay? Mann, ich kann da nicht hochgehen! Es passiert nichts. Erklär es denjenigen, der da oben flüstert! Entweder du kommst raus oder ich komm rein. Du kannst es jetzt aussuchen. Ah! Mami, ich hab Angst! Ach du Scheiße. Ja, ich will auch gehen. Ich will gehen. Ja, wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Oh mein Gott, Alter. Ich brauche Katzen. Ich brauche Sex. Oh nee. Oh nee. Mann, laber mich voll mit deinem scheiß gottverdammten Rettschlüssel. Was ist mit dir? Was ist mit dem Viech? Ich glaube, ich muss die Wohnung durchsuchen, oder? Sowas? Sowas muss ich suchen, oder was? Mann, hör doch auf, mich so zu erschrecken die ganze Zeit! Wo ist das Kind jetzt? Mann, hör doch auf, mich zu verarschen die ganze Zeit! Und jetzt? Ach du Scheiße. Schau, wie das schaut. Schau, wie das Kind schaut. Schau, wie es schaut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, geh mal roh. Da passiert jetzt hier irgendwas. Ich bin maximalst am Ende. Das war's mit dem Video, meine Freunde. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt mir gern rein in die Kommentare, was ihr noch für ein Video sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, ciao und reingehauen.